Jo, hallo, willkommen zurück. Wir sind bei Dredge. Ich habe in Greater Marrow angelegt in der letzten Episode und wir haben einiges zu tun. Aber ich glaube, ich würde erstmal gern mein Inventory ausleeren. Have you got any crabs for that order? Yeah, we have. Don't forget. If your crab pots get worn out, the shipwright might be able to patch them up. Ja, das ist richtig. Oh ja, das ist ja ein riesiges Viech. Das haben wir noch nicht gefunden, aber wir haben eine Common Crab gefunden. So. Regular Business. Jetzt verkaufen wir mal den restlichen Fisch, den ich habe. Erstmal das und dann machen wir noch den Rest. So. So. Dann reden wir mal mit den allen. Lighthouse-Keeper. Oi. What is it? Yeah, shipwrecks. She eyes you suspiciously. There's a spot near the back of Greater Marrow where the current carries in wreckage from the sea. Some nights you can see an unnatural glow rising from that patch of dark water. I can't imagine what's down there in the deep. So if you're looking for what I think you're looking for, it's best you just move on. Ja, fragen wir mal nochmal über strange Dinge. I see plenty of strange things from atop the lighthouse. Sometimes I don't know whether or not I can trust my own eyes. She holds the lantern up so that it shines brightly onto your face. Are you really standing here in front of me? Or is this just another of the fog's tricks? Oh. Ja, die Nebeltricks. Ja. Die sind real. Oder auch nicht. Who knows? Who lives in Blackstone Isle? I see a lot from up here, you know. I saw that ill-fated boat return. It chose to look the other way. I watched an unnatural glow flicker through those windows. Whatever you've got planned, I hope you know what you're doing out there. What do you know about the old mayor of Little Marrow? I try not to think about him. It's a painful memory for us all. Some nights I still think I can hear the hum of his engine sailing past the bay. But I know he's gone, and I don't want to talk about it anymore. Okay. Trotzdem vielen Dank für das Gespräch. Wir reden weiter mit Bilder. You approach a woman sitting on a dockside staring out to the sea. She turns to you. What's it like out there? I don't want to talk about it. Ich meine, es ist schon irgendwie peaceful. Ist aber auch schwierig, wenn man seinen Lebensunterhalt mit Fischen verdienen muss und dann verschiedene Angeln bilden muss, um bestimmte Fischarten fangen zu können. Und dann muss man aufpassen, dass man nicht in irgendwelche Sachen rein crasht und sein Schiff kaputt macht, ne? It's got to be a damn sight better than this bloody town. I think I just need to get away for a while. Maybe not come back. Going backwards is a mistake, don't you think? You should always keep moving forward, moving along. It's not too bad here. I can't go back. She's gazing out to the sea again, lost in thought. Say, if you find me some materials, maybe you can help me move? I mean, really move? There's an island I've heard about, Steel Point, just to the north. 2 units of lumber and 2 units of scrap is all I need. I can make a new place for myself out there. You'd be welcome to visit too. Just stack it up at Steel Point when you have anything. I'll pay you when the job's done. Yeah, money, das ist doch nice. Storage. Ja, das schauen wir uns eigentlich gleich nochmal an. Wir gehen mal hier kurz rein ins Research. Wir haben aber nur einen Research-Part, ne? Oh mein Gott, das ist für später. Da seht ihr schon, diese Angeln können mehrere Sachen. Ich brauche aber noch einen Research-Part mehr, damit das geht. Dann holen wir uns die, dann kann ich nämlich wieder Coastal und Shallow fangen gleichzeitig. Das wäre schon toll, ne? Motoren kann man auch researchen. Pots kann man auch researchen, sehe ich gerade. Large Trap Pot. Okay.
Hardy Crab Pot. Efficient Crab Pot. Aeration Bonus 2%, Capacity 4x4. Strand is cage, lasts long in the water, 5 Tage, okay. Per day, 5x4. Ich überlege gerade, ob ich in die Crab Pots investieren soll. Und dann brauche ich nochmal 2 more Parts, damit ich die bessere Angel holen kann. Die beiden klingen halt schon sexy. Ich kaufe jetzt das Ding. Komm, wir kriegen bestimmt noch Parts. Das wird kein Problem sein. So, Motoren kann man hier auch machen, aber das kommt alles mit der Zeit. Wir kriegen das dann schon hin. Gehen mal zum Shipwright. If you're wanting to get a bit more out of your engines, take a look through this book on the house. She pulls a book from a toolbox nearby and hands it to you. After a few pages are stuck together with grease. Tasty. So. Ja, da werden wir jetzt nicht viel kaufen können. Das ist okay. Das kann in mein Storage, ne? Storage. Da muss ich jetzt tatsächlich in das andere Menü, in das ich immer reingegangen bin. Schauen wir mal. Das ist jetzt mein Storage. Was braucht man denn dafür? Das habe ich alles noch gar nicht. Ich schaue jetzt aber kurz, was ich will. Das sind Rod Spaces, Net Spaces, Engine und Light. Ich glaube, ich will erstmal mehr Angel Spaces. Da kriege ich Platz für eine Angel. Will ich das überhaupt so? Was gibt's hier? Netz. Was gibt's hier? Engines. Ich meine, Engines machen mich schneller. Das wäre auch nice. Das ist mehr Licht. Ich muss es aber auch noch gar nicht investieren. Das mache ich mal, wenn ich dann weiß, was ich machen will. Das wäre irgendwie besser. So. Fahre ich nochmal raus? Oder callen wir das... Callen wir eine Knight. Ich glaube, ich call mal eine Knight. Und geh schlafen und stehe aber früher auf. Fahr dann raus. Da haben wir was. Das ist ein Reck. Weiß aber noch nicht, ob ich da schon hin will. Ich glaube, ich will wieder lieber angeln. Wir haben zwar viel Geld, aber schade nicht. Ich will lieber angeln und versuchen auch so Reckteile mehr zu finden, weil wir eher Materialien brauchen. Deswegen gehen wir jetzt schon schlafen. Sehr früh sogar. Und wir stehen jetzt auf und fahren raus. Das ist okay. Es ist halt noch voll dunkel, ne? Aber das ist auch okay. Es wird eh bald wieder hell. Da haben wir ein Krebschen. Der hat noch einen Tag. Das ist okay. Da ist auch was drin. Den nehmen wir mit. Den kann ich nicht fangen. Das Equipment nicht. Dann fahre ich hier ein bisschen rum. Ist das Material? Das wäre cool. Da will ich dann ein bisschen... Oh ja, nice. So, was brauchen wir. Upsi. Bin zu früh raufgesprungen. So, Metal Scraps. Ja, sowas brauche ich. Das ist toll. Mehr. Müssen hier grinden. So. Schauen wir mal, ob wir da ein paar Fischis mitnehmen können. Die kann ich nicht angeln. Hier drüben kann ich wahrscheinlich angeln. Hinten ist ein Steg. Das ist wahrscheinlich der Ort für die Merchant. Und da haben wir wieder was Weirdes. Ja, dann fangen wir doch mal was Weirdes, ha? Das ist er nicht. Den kriegen wir vielleicht noch. Ich hätte gern... Oh nee, ich habe das goldene Ding verpasst. Ups. Sad. Ich will das weirde Ding angeln. Jetzt habe ich keinen Platz mehr. Oh no. Ich will das weirde Ding angeln. Das ist doch hier. Lass mich angeln. Ich will es finden.
weiß, dass es hier ist. Jo. Ich kann Platz für den. Doch, ich habe Platz für den. Pass auf. So. Schön. So will ich das. Da muss ich aber gar nicht hin. Ich glaube, wir fahren wieder zurück. Ich habe eigentlich jetzt auch gar keinen Platz mehr. Ja, mein Inventar ist ganz voll. Haben wir ein Buch zum Lesen? Lesen wir gerade was? Nein. Dann lesen wir das jetzt. So. Fahren wieder zurück. Das dauert eh wieder ein Weilchen. Und mehr angeln kann ich gerade nicht. So. Oh, da ist wieder was Weirdes. Ich könnte es versuchen zu fangen und dann durch was zu ersetzen, was nicht weird ist. Weißt du was? Das machen wir. Ich will den weirden Shit fangen. Ich sag noch, ich will das und dann bin ich immer so, Ja gut, dann diskarden wir dich. Bye. Sorry, Fish. Sorry, Cod. Ich fahr wieder heim. Ich fahr wieder heim. Der geht noch einen Tag. Am nächsten Tag muss ich den dann mitnehmen, ne? Okay. Okay. So, wir sind nicht zu spät wieder da. Das ist toll. So, dann können wir mal Sachen verkaufen. So. Nee, ich habe keine Krabbe dafür. Nee, habe ich nicht. Nee, habe ich nicht. Ja, regular business, bitte. Lousy weather lately almost makes you not want to get out of bed. But you and I, we gotta do it, huh? We're what keeps people from going hungry. Und wir haben Widenfisch. 55. Boah, das ist einiges. Für den Normalpreis? Boah, krass. Das verkaufen wir jetzt. Boah, die Krabben bringen gar nicht so viel. So, das verkaufen wir. Und ich hätte das gern im Storage. Und dann hätte ich gern... Wir haben genug Geld. Ich hätte gern einen neuen Crab Pot hier. Das ist toll. So, den hauen wir dann am nächsten Tag raus. Habe ich gerade noch was ich machen kann? Messages. Ach ja, stimmt, wir haben ja noch eine Message. Na, die lese ich mal wann anders. Nein, die lese ich nicht jetzt. Enzyklopädie, da haben wir jetzt den da. Oh, der ist ja ganz toll. Zauberhaft. Search for Relics, ja. Lumber Scrap, ja. Das machen wir auch alles mit der Zeit. Das kriegen wir alles hin. So, wir gehen jetzt schon mal schlafen, dann können wir wieder ein bisschen früher aufstehen und weiter angeln. Dann müssen wir nämlich die Crabpots reinholen. Weil die ja jetzt aufgebraucht sind. Die müssen wir wieder reparieren, beziehungsweise ich schmeiße einen neuen Crabpot raus. Ja, den will ich. Okay, jetzt muss ich kurz wechseln auf das hier. Und den Crabpot nehmen wir mit. Hier kann ich angeln. Gibt's hier was? Was ist denn das? Squid. Den angel ich doch gern. Ah ja, dann gab es auch nur einen. Es gibt immer nur einen hier in der Nähe. So. Den nehmen wir mit. Pick up. Habe ich jetzt auch den mitgenommen. Ja, gut. Dann würde ich gerne hier draußen den anderen rauswerfen. Nicht den. 3 days remaining oder doch, das war der. Okay, dann stimmt's schon. Den Aal kann ich nicht fangen. Wie voll ist mein Inventar eigentlich? Die muss ich ja eigentlich wegbringen, ne? Ein bisschen angeln geht schon. Die Dinger verschwinden ja jetzt eh. Jetzt kommen die neuen. Es ist 6 Uhr. Es ist wieder Tagfisch, nicht Nachtfisch. So. Kann man ja mal wieder ganz normal eine Mackerel. Ja, ganz normal eine Mackerel fangen. Aha. Haha. Denkste. Fang hier nichts normal. So.
Gibt's hier noch irgendwas zum Dredgen? Das wäre voll cool. Das ist, glaube ich, ein Fisch. Ist nichts zum Dredgen. Oh, das ist ein Rochen. Uff, den kann ich nicht fangen. Da hinten ist was zum Dredgen. Kann das sein? Will ich dahin? Und dann will ich mal die Sachen nochmal verkaufen, weil mein Inventar dann schon voll ist. Ja, da kann man dredgen. Das ist toll. So. Oh Gott, habe ich dafür Platz? Ein Brett. Für ein Brett habe ich Platz. Oh, und es ist passt perfekt, weil jetzt auch der Dredging Place nichts mehr zum Dredgen hat. Cool. Die Aale, die hängen da rum. Immer noch. Die kann ich nicht wegangeln. Ich habe das Equipment dafür nicht. Ich Platz für irgendeine Makrele noch. Ich glaube nicht. Ja, wir fahren zurück und verkaufen. Ist ja eh noch recht früh, dann können wir nochmal rausfahren. So. So, mit dem verkaufen wir mal. Ja, wir haben tatsächlich jetzt endlich diese Krabbe. Yes. Das wäre dann die hier. Da kriegen wir Geld. Nice. This'll do. Glad you got some use out of that old pot. You can always buy more here or repair damaged ones at the shipyard. I have one final request for you. As you've seen, some fish around here can develop odd deformities. What do you think happens to a person that eats the flesh of one of these mutants? Ich würde jetzt mal ganz normal, ne? Well, perhaps. But I want to know for sure. Bring me a mutant fish. Any will do. Just keep this between the two of us. Have you got any of those mutants with you now? Oh, in fact, I do. Remember, any aberrant fish will suffice. I suspect they're all the same underneath. Ja, den kannst du gerne haben. Viel Spaß. The fishmonger takes the aberrant fish from you. He clutches it close to his chest, wringing his hands around its slimy body. Yes, this should do nicely. Here's what the fish is worth. And why don't you take these too? They're of no use to me. Yes, give me these. Give me these. I need these. Yeah. Hear that? It sounds like the faintest whispering. You listen. Silence. In the stillness of the room, the fishmonger's hand begins to tremble. His face grows anguished. Please, see what you need, then leave. I must deal with this creature. Quickly now! Ja, alles gut, alles gut. Ich lass dich schon allein mit deinem weirden Shit. Bye! Ich geh mal die Crab Pots reparieren. Oh, the fishmonger's door slams behind you. You hear the heavy scraping of metal balls sliding across it. Der ist nicht weird oder so. Alles gut. Ja, wir repairen das alles mal. Haben wir repaired. Jetzt gehe ich nochmal kurz raus und will nämlich Research Parts. Ich will die Angel haben. Die Flexible, ja, weil dann können wir endlich wieder mehr Sachen fangen. Gut, dann haben wir die jetzt freigeschalten und dann muss ich mir die da aber kaufen. Uff, die können wir uns gerade so leisten. Machen wir das. Coastal und Shallow, das heißt, wir können ja unsere eigentlich verkaufen. Und die auch verkaufen. Und die hier einbauen. Yes. So will ich das. Jetzt haben wir immer noch Geld. Haha. Ich kann jetzt wieder alles fangen. Vor allem mit dem. Jetzt haben wir drei Sachen, die wir fangen können. Und wir können dredgen. Cool. Die sind repariert. Die schmeißen sich jetzt dann noch raus. Ja, diesen Crimson Glow, den sehen wir. Das ist richtig. Das ist
Das ist sehr spannend. Das werden wir bestimmt irgendwann mal investigieren. Bin ich mir ganz sicher. Dass wir das tun. So. Ich habe ein Problem. Das stört mich. Ich räume das jetzt hier auf, okay? Ich meine, das ganze Spiel hat schon diese Funktion, dass man sein Inventar aufräumt. Deswegen räume ich jetzt auch hier auf. So. Okay. Das haben wir jetzt. Gehen wir nochmal kurz raus und schmeißen die anderen Crabpots noch raus. Also vielleicht hier einen. Und hier einen. Und da haben wir Fische. Gehen wir noch ein bisschen angeln. Verdienen uns Geld. Was wir jetzt zu Haufe rausgeworfen haben. So. Das wird wahrscheinlich der letzte sein, ja. Gut, dann da im Pott ist noch was und da kann ich dann noch angeln und dann fahre ich zurück. Ich bin nicht auf dem Licht. Ich wäre gerne wieder am Licht. Danke. Jo, den nehmen wir mit. Und dann würde ich gerne hier Licht an den Stein. Hier noch angeln. Haha! Ich kann wieder Aale fangen. So. Wir drehen einmal um und fahren heim. Es wird dunkel. Ich mag das nicht. Sicherheit. So. Ups. Ein Anlegen. Gehen wir nochmal zum Fischmonger. Er ist nicht da. Nun. Ist er beschäftigt. Ich würde eigentlich gerne meine Fische verkaufen. Ja, dann machen wir das am nächsten Tag. Aber dann sind die Fische wahrscheinlich nicht mehr fresh, Rudi. Oh. Schauen wir mal, was passiert, wenn ich jetzt schlafen gehe. Eieiei. Ist er jetzt da? Nein. Wahrscheinlich erst ab 6. Wie geht's dem Fisch? Der ist noch fresh. Ja, gut. Müssen wir noch ein bisschen schlafen. Ist er jetzt da? Nein. Mein Fisch! Ich muss den doch verkaufen. Was mache ich denn jetzt? Was mache ich denn? Hm? Was erwartet der jetzt hier? Ich dock mal ab und fahre woanders hin. Mein Fisch. Ich muss meine Fisch verkaufen. Was ist denn das für einer? Ja, den kriege ich nicht rein. Kauf da drüben wer meinen Fisch? Hallo? Irgendjemand? Der Fischmonger ist nicht verfügbar. Ich weiß nicht, was er mit dem weirden Fisch gemacht hat. Ein Trader. You enter a brightly lit shop. It's packed with antiques, the shelves full of jewelry and other baubles. An old man peers at you over silver spectacles. Hello! Is that... No. I don't believe we've met. Forgive me, my eyes aren't what they used to be. I specialize in antiques and jewelry. I'll purchase any special trinkets you happen to have. Have you got anything nice with you today, perhaps? No, I don't. I tried. Ich würde ja meine Fische verkaufen. Ich will sehr gerne meine Fische verkaufen. Die da drüben auch nicht. Wo bin ich denn da jetzt auf der Map? So. Da ist dieser Kollektor. Da ist das, wo ich die Sachen sammeln muss für die Bilderin. Und sonst kenne ich noch nichts. Die anderen Sachen sind so weit weg, als dass ich sie jetzt anfangen könnte und nur darauf hoffen kann, dass mir jemand meinen Stuff abkauft. Nur weil der Fischmonger nicht da ist, hey. Brudi, das kannst du nicht machen. Ich habe hier frischen Fisch. Du bist dafür verantwortlich, dass wir essen. Das hast du selber gesagt. Ich muss meinen Stoff doch verkaufen. Da hinten ist wieder so ein Reckgedöns. Das kann ich aber jetzt auch nicht machen. Mein Inventar ist ja voll. Eine Krabbe würde reinpassen, eine kleine.
Ich habe gesagt, eine kleine Krabbe. Bist du eine kleine Krabbe? Ja, du bist eine. Seid ihr noch frisch? Oh Gott, ihr seid ja schon stale. Toll, danke Fischmonger. Danke. Nichts. Was habe ich denn gefischt? Bist du jetzt da? Nein. Oh mein Gott. Ja, ihr seid ja jetzt stale, ne? Dann muss ich euch discarden. Ihr seid ja nicht mehr gut. Was soll ich denn mit stalem Fisch? Der bringt mir ja nichts. Wahrscheinlich kauft er ihn mir trotzdem ab, aber... Nee, das ist nicht gut. Das ist nicht gutes Geschäft, wenn ich hier nicht mehr frischen Fisch verkaufe. Das will ich nicht. Ich möchte nicht diese Art Fisherman sein. Nein. Wir fangen jetzt frischen Fisch und gehen da zu dem Wreck-Ding noch. Correct Engine. Achso, das haben wir jetzt fertig gelesen. Okay. So, den großen nehmen wir mit. Dann gehe ich mal schon zum Wreck, weil sonst weiß ich nicht, wie voll mein Inventar sonst ist, ne? So, einmal drehen wir um. Ich möchte nämlich schon in der richtigen Richtung wieder losstarten. So. Da ist ja was. Ein Ring oder irgendwas in die Richtung. Worn Gold Ring. Ist das das, was er sucht? Was sucht denn der Collector-Typ? Nee, da will ich gar nicht hin. Da will ich hin. Find the ring in Stellar Basin. Na, da will ich... Das bin ich ja gar nicht. Da bin ich nicht. Da muss ich an unterschiedliche Orte dafür. I see. Ja gut, dann kann ich ja Fische angeln und hoffen, dass der Fischmonger für meinen nächsten... Für meinen nächsten Fisch... Super ist. Oh Gott. Ja, du siehst super aus. Du siehst auch viel, ja. So. Okay. Da sind noch ein paar Aale. Die ziehen wir noch raus und dann fahren wir heim. Upsi. So, jetzt ist mal das Aal-Ding auch depleted. Auch Licht. Schauen wir mal. Bist du eine große Krabbe? Du bist eine große Krabbe. Du passt da nicht rein. Ich nehme den mal mit. Die kleine Krabbe. Das ist auch eine große Krabbe. Denn da habe ich ja erst nachgeschaut. Irgendwie ist das Licht gerade weird, ne? Oder? Bilde ich mir das ein. Das Licht ist weird. Es ist irgendwie nicht ganz so dunkel, wie es sein soll. Spannend. Vielleicht gibt es hellere Nächte, das wäre auch interessant. Bist du da? Oh, er ist da. Oh Gott. Blinding headache today. Did you come by yesterday? I don't recall. Anyway, what can I do for you? Bitte kaufe meinen gottverdammten Fisch ab. Staring outwards, unblinking, eyes burrowed from a larger being, but not the mind to process what it sees. Gut, das kann man wahrscheinlich dem Typen auf der anderen Insel verkaufen. Und ja, bitte kaufe meinen Fisch ab. Dankeschön. Finally. So. Ja, cool. Dann hätte ich an der Stelle Folgendes gesagt. Ist schon wieder soweit. Haben wir wieder eine Episode. Das sind nämlich ziemlich lange Episoden, die ich momentan aufnehme. Ich habe ja sonst immer geschaut, dass ich so bei... Ja... so 20 Minuten bin. Das ist jetzt alles ein bisschen länger, weil es einfach so besser passt. Ich hoffe, das ist auch okay, dass das jetzt mal längere Episoden bei mir sind. Falls ihr an der Episodenlänge irgendwas auszusetzen habt oder ihr wieder gerne kürzere Sachen wollt, sagt mir Bescheid, dann mache ich das einfach auch wieder anders. Kein Ding. Wenn alles passt, wie es passt, ist auch nice. Und würde dann auch, glaube ich, für heute meine Aufnahmesession beenden. Ich spiele wann anders weiter. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt Spaß dabei. Ich hoffe, es interessiert euch auch. Und ich wünsche euch einen schönen Tag und alles. Ne, wisst ihr eh Bescheid. Mache ich jetzt nicht meine tolle, lange Abmoderation. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann. Ciao.